tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Gottes Gesetz scheint am Himmel, und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Psalm 50, Vers 6. Die Wolken reißen auf, und der Sternenhimmel ist zu sehen, unsagbar herrlich im Kontrast zum schwarzen und zornigen Firmament auf beiden Seiten. Die Herrlichkeit der himmlischen Stadt strömt aus den offenen Toren heraus. Im Tempel ist die Bundeslade zu sehen, in der die beiden Steintafeln hineingelegt worden waren, Tafeln, auf denen das Gesetz Gottes geschrieben steht. Diese Steintafeln werden aus ihrem Versteck geholt. Darauf werden die 10 Gebote zu sehen sein, die durch den Finger Gottes eingraviert wurden. Diese Steintafeln, die jetzt noch in der Bundeslade liegen, werden ein überzeugender Beweis für die Wahrhaftigkeit und Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes sein. Menschen mit gotteslästerlichen Gedanken und Herzen haben gemeint, sie hätten genügend Macht, um Jahwes Zeiten und Gesetze zu ändern. Doch in den Archiven des Himmels geborgen, in der Bundeslade Gottes, sind die ursprünglichen Gebote auf die 2 Steintafeln geschrieben. Kein irdischer Machthaber hat die Macht, diese Steintafel aus ihrem heiligen Versteck unter dem Gnadenstuhl hervorzuziehen. Da erscheint eine Hand am Himmel, die 2 zusammengeklappte Steintafeln hält. Der Prophet sagt: Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Psalm 50, Vers 6. Dieses heilige Gesetz, Gottes Gerechtigkeit unter Donner und Blitz vom Sinai als Lebensregel verkündet, wird nun den Menschen als Maßstab im Gericht offenbart. Die Hand schlägt die Tafeln auf und die Vorschriften des Dekalogs sind zu sehen, als wären sie mit einem feurigen Griffel eingegraben. Die Worte sind so klar, dass alle sie lesen können. Da wird die Erinnerung wach. Die Finsternis der Aberglaubens und der Ketzerei weicht von allen Gemütern. Gottes 10 Gebote, kurz, umfassend und maßgeblich, werden den Blicken aller Erdenbürger dargeboten. Es ist unmöglich, den Schrecken und die Verzweiflung derer zu beschreiben, die Gottes heilige Forderungen mit Füßen getreten haben. Die Feinde des göttlichen Gesetzes, vom Prediger bis zu den einfachsten Leuten, müssen ihre Vorstellungen über Wahrheit und Pflicht revidieren. Zu spät erkennen sie, dass der Sabbat des 4. Gebotes das Siegel des lebendigen Gottes ist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Maranatha.